der Mensch sich selbst retten, selbst verbessern, selbst optimieren? Ist was dran an dem Versprechen, sich mit Technologie, künstlicher Intelligenz und Gentechnik zu einer neuen Schöpfung zu erheben? Oder welche Möglichkeiten haben wir, um ganz von vorne anzufangen, neu zu beginnen? Da, wo wir anders sein wollen, Altes hinter uns lassen möchten, mit der Vergangenheit brechen, neu starten. Nicht nur ein neues Kapitel, ein neues Buch, nicht nur eine nächste Seite, ein leeres Blatt, nicht nur ein weiterer Versuch, sondern eine ganz neue Schöpfung. Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Amen. Amen. Hallöchen, ihr Lieben. Richtig, richtig schön, hier zu sein. Genau, wir sind Chiara und Jones. Kurz noch zu unserer Person, einfach für die, die uns noch nicht kennen. Wir wohnen jetzt tatsächlich seit einem Monat im Priegachtal. Wir sind umgezogen von Freiburg hier nach Villingen ins Priegachtal. Wir sind seit 4,5 Jahren hier im ICF Freiburg am Start, seit 2,5 Jahren im ICF SWB mit dabei. Und während der Zeit, als wir im ICF Freiburg waren, habe ich parallel Grundschullehramt studiert und ich wurde an eine Sache diese Woche erinnert und die passt ganz gut zum Thema, nämlich haben wir da im Seminar, haben wir drüber gesprochen, okay, über verschiedene Kindergruppen quasi und wie man mit denen umgehen oder was man beachten muss, wenn man quasi da unterrichtet, weil es ist wichtig, ne, wen habe ich vor mir. Und da wurde ich erinnert an eine Studie und die Studie, die wurde durchgeführt mit 26.000 Schülern in Amerika. Und die 26.000 Schüler, die haben sich alle irgendwie, also hatten keine Heimat oder sind mehr als 3-mal im Jahr umgezogen. Und so diese Folgen daraus waren, lese ich mal kurz zu, sie weisen eine schwache mathematische und Lesefähigkeit in der Grundschule und Mittelstufe auf. Diese Mängel bleiben entweder gleich oder verschlechtern sich in der Oberstufe. Und irgendwie wurde ich daran erinnert und dann habe ich noch ein bisschen weitergeschaut, so, gell, auch weil die psychischen Dinge sind da gar nicht drin und so Symptome wie Misstrauen, Schlaflosigkeit, Unruhe, Stress und so weiter, man will es gar nicht, ne? Auch so dieses Soziale, dieses Nicht-Ankommen, dieses die ganze Zeit in Unruhe, man ist wie nicht angekommen. Und ich glaube auch, weil darum geht es heute in der Predigt, um Heimat. Und ich glaube, wenn das bei Kindern schon so eine fachliche Auswirkung hat, wie viel mehr hat es bei uns Christen, die mit Jesus unterwegs sind, wenn wir unsere Heimat, wenn wir das Reich Gottes nicht kennen. Und ich glaube, da gibt es Auswirkungen und vielleicht merkst du die auch selber in deinem Leben. Ich habe die lange, lange Zeit gemerkt, weil ich kam so sonntags, also ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen, ich kam sonntags immer rein. Und jedes neue Thema war so, oh, jetzt stimmt, Finanzen, oh ja, das muss ich jetzt anwenden. Oh ja, Familie, stimmt, und keine Sorgen mehr machen. Und irgendwie waren das lauter so kleine Punkte, wie so ein Regelkatalog. Und es hat für mich aber wie so kein ganzes Bild ergeben, wisst ihr, wie ich meine? Und jetzt dadurch, dass wir neue Menschen sind, in ein neues Reich hineinversetzt, ist ja auch klar, wenn da ein Reich ist, ein ganz anderes Land, dass es alles braucht. Dass es irgendwie ein anderes Denken von eine andere Währung quasi gibt oder ein anderes Denken, eine andere Familienzugehörigkeit und so weiter und so fort. Und genau darum geht es heute. Und deswegen ist mein Predigttitel oder unser Predigttitel nie wieder heimatslos, weil das unsere absolute Überzeugung ist, dass wir als Christen, die wir Jesus angenommen haben, nicht mehr heimatslos sind. Das ist eine gute Nachricht, oder? Das ist eine gute Nachricht. Und deswegen auch die Serie, weil wir gesagt haben, neuer Mensch, Jesus, er hat so viel getan schon. Er hing am Kreuz, hat gesagt, es ist vollbracht, es ist fertig. Und so oft laufen wir aber in unserem Leben rum und denken so, oh, das fehlt noch, das fehlt noch, das fehlt noch. Und ich glaube aber, und ich habe das in meinem Leben erlebt, dass wenn ich verstehe, was da Jesus am Kreuz errungen hat, dass ich gar nicht mehr so sehr in der Position bin, Gott, gib mir das oder gib mir das, sondern eher mehr in einer Dankhaltung. Danke Gott, dass ich das für mein Leben nehmen kann. Und da schauen wir heute ein bisschen näher rein.
Weil ich glaube, Heimat und Identität, das ist das, was wirklich zählt. Wer du bist und wo du hingehörst, verändert alles und es wird dein Leben verändern. Und auch wenn du Kinder hast, wenn du ihnen Identität gibst, wenn du ein Heim ihnen gibst, das verändert sie absolut, da bin ich mir sowas von sicher. Und deswegen auch die Serie, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und das wollen wir so richtig erleben, auch die nächsten Wochen. Letzte Woche hat David schon kurz über die Raupe und den Schmetterling gesprochen. Wer kann sich daran erinnern? Ja, okay, doch einige. Daran knüpfen wir heute so ein bisschen an, dass wir... Unser Denken muss umgewandelt werden. So die Raupe, die auf dem Platz noch gekrochen ist und plötzlich ist sie ein Schmetterling und der Lebensbereich hat sich wie verändert. Der Schmetterling kann trotzdem noch auf dem Platz sitzen, die Raupe kann aber nicht einfach fliegen und das kann der Schmetterling. Der Schmetterling kann plötzlich fliegen. Alles verändert sich. Da ist auf einmal Wind, da sind andere Dynamiken, whatever, so wie das auch alles heißt. Auf jeden Fall ist es anders. Und ich dachte, weil ich schon Grundschullehramt studiert habe, mache ich hier auch so ein bisschen, habe ich meine Tafel mitgebracht und wollte einfach kurz einsteigen, so, was hat sich denn genau verändert? Weil, ne, wir leben jetzt alle hier in Deutschland, sind hier ganz normal auf der Erde. Ich male hier mal, wer ist denn da? Die Christina male ich mal. Schöne Augen, schönes Lächeln, Haare. Und diese Christina, die lebt hier ganz normal in Deutschland und die ist umgeben auch von Personen, von Menschen, von einem System. Und in diesem System oder in dieser Welt, ne, kennen wir alle, es trudeln Sachen auf uns ein. Leid, Tod, Mobbing, ich weiß es nicht, was es ist bei dir, was du schon erlebt hast in deinem Leben. Vielleicht auch Leistungsdruck, so gib mehr bei der Arbeit, es reicht nicht, was du gibst, du musst mehr arbeiten, deine Zahlen müssen sich verbessern. Ich weiß nicht, was es ist, aber auf jeden Fall ziemlich viel. Und dann kommt dieser Moment und vielleicht hattest du den schon und ich hoffe sehr, dass du ihn schon hattest, weil das ist das absolut Beste, wo wir auf einmal gemerkt haben, so wie ich hier lebe, will ich nicht mehr. Es gibt was anderes, es gibt was Besseres. Und dieser Moment, wo wir uns für Jesus entscheiden, für ein Leben mit ihm, nennt die Bibel Wiedergeburt. Und in diesem Moment passiert was absolut Krasses, Kolosser 1, Vers 13. In diesem Moment, da werden wir hineinversetzt, rausgerissen aus dem Reich der Finsternis oder der Gewalt der Finsternis und reinversetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, wo er regiert. Und trotzdem leben wir hier noch auf der Erde. Und trotzdem ist das alles hier irgendwie, was mit uns passiert ist, ganz neu. Und ich schreibe hier einfach mal noch hin, Reich Gottes oder das Reich seines geliebten Sohnes, das ist Jesus. Und in diesem Moment sind wir da hineinversetzt. Und wir lesen auch zum Beispiel in Philipper 3, doch wir haben unser Bürgerrecht im Himmel, von dort her erwarten wir auch unseren Retter und Herrn Jesus Christus. Das bedeutet, wir sind plötzlich nicht mehr nur Deutsche oder Österreicher oder wo auch immer, sondern wir sind plötzlich auch Himmelsbürger. In diesem Moment von dieser Errettung, und es ist, glaube ich, wie mit einem Baby, das Baby kommt auf die Welt und es ist so, was passiert hier? Es kann gar nicht greifen. Es gibt Autos, es gibt was zu essen. Man versteht es irgendwie noch nicht so richtig, was es bedeutet. Aber in diesem Moment wurden wir auch eins mit Gott. Und quasi die Bibel sagt uns, dass wir verbunden sind mit Christus. Christus in uns und wir in Christus. Und das meine ich einfach mal so. Nee, ich mach's nicht pink. Das waren ja die schlechten Dinge. Jesus ist gut. Und quasi... In uns hat Christus Einzug genommen und gleichzeitig sind wir mit Christus verbunden und quasi sind wir in ihm. Und das ist, kann man sich menschlich gesehen schlecht vorstellen. Also Christus ist in mir, ich in Christus, gleichzeitig versetzt an himmlischen Orte. So, hä, wie geht das? Aber ich glaube, wir müssen anfangen, ein sowohl als auch, also sowohl Verstand als auch einen kindlichen Glauben von, ich nehme es an, auch wenn ich es noch nicht verstehe. Also ein sowohl als auch.
Genau, und in diesem Verbund mit Gott, in meiner NGÜ-Übersetzung, liebe ich das so sehr, steht so oft in Epheser, Kolosser. Und ich habe es jetzt erst im Urlaub gelesen und Leute, das ist so gut, was da drin steht, wirklich. Also gerade diese Paulusbriefe, Kolosserbrief, Epheser, 1. 2. Petrus, ich kann es euch nur so empfehlen. Lest es mal durch, streicht euch das mal an, wo es heißt in Christus, durch Christus, verbunden mit ihm habt ihr alles Mögliche. Zum Beispiel auch hier, ihr seid also Söhne und Töchter, weil ihr an Jesus glaubt und verbunden mit ihm seid. Denn ihr alle, die auf Christus getauft worden sind, habt ein neues Gewand angezogen, Christus selbst. Also plötzlich mein altes Gewand, das, was auch David ja letzte Woche gesagt hat, so wie ich denke, so wie ich es alt gewohnt bin, darf ich ablegen und dieses Neue hier kennenlernen. Und es ist so schön, das macht so Spaß. Und ich liebe das, weil ich das in unserer Kirche die letzten Jahre erfahren habe. So, ich habe von diesem, oh, das muss ich machen, das muss ich machen, bin ich hin zu einem, ich bin versetzt in dieses Reich. Und alle hier, die an Jesus glauben, ihr seid versetzt in dieses Reich, ihr habt Zugang darin. Und es ist das Schönste überhaupt, dass wir das haben und dürfen. Genau, und es gibt 130 Bibelstellen in der Bibel, wo es heißt, was wir in Jesus haben, wer wir in Jesus sind. Und ich kann euch nur ermutigen, das werden wir hier nicht alles schaffen, die 130 Bibelstellen durchzugehen. Einfach das mal zu lesen, wirklich die Briefe, die erklären so, was da passiert ist. Das ist einfach nur herrlich. Genau, aber Jones, wie kann ich mir jetzt dieses Reich, von dem wir das gerade hatten, wo unsere Heimat ist, wie kann ich mir das genau vorstellen? Yes, danke dir. Genau. Ey, richtig gut erklärt, oder? Mit der Zeichnung. Ist doch nice, das mal auch so visualisiert zu bekommen. Und was mir jetzt gerade noch gekommen ist, wir müssen verstehen, dass das hier in der geistlichen Welt, in der geistlichen Dimension passiert, okay? Wenn wir in die Schrift reinschauen, ins Wort Gottes, dann ist dort die Rede von einer natürlichen Welt, natürlichen Umgebung, wo wir hier unterwegs sind, wo wir einen Körper haben, wo wir Verschiedenes wahrnehmen können durch unsere Sinne. Wir können sehen, wir können fühlen, wir können schmecken, riechen und so weiter. Aber die Bibel spricht auch davon, dass das Gleiche gibt es auch noch in einer geistlichen Welt, in einer geistlichen Dimension. Und in dieser geistlichen Weltdimension passiert genau das. Und in dieser geistlichen Welt, dort haben wir auch verschiedene Sinne, die wir trainieren dürfen, wo wir drin wachsen dürfen. Und vielleicht hast du davon noch nie so großartig was gehört oder ist es noch irgendwie ein Buch mit 7 Siegeln, wo du dir denkst, ey, ich habe keinen Plan, wovon ihr da redet. Ey, bleibt dran, bleibt in der Predigtserie mit dran und dann gehen wir da Schritt für Schritt weiter. Super. Ich möchte in meinem Teil von der Message jetzt nochmal den Schwerpunkt legen auf Kolosser 1, Vers 3. Wir sind versetzt in ein anderes Reich und es hat ein Ortswechsel stattgefunden in der geistlichen Dimension. Das bedeutet, ein Ortswechsel heißt, dass wir Bürger werden von einem anderen Reich, Himmelsbürger. Oder um es vielleicht nochmal verständlicher auszudrücken, so beispielhaft, sind wir vielleicht auch Bürger von einem anderen Land geworden, okay? Weil ich möchte euch jetzt mal mit reinnehmen in ein Beispiel, wo man das vielleicht noch ein bisschen besser verstehen kann. Genau, wie die Chiara ja schon gesagt hat, wir kommen gerade frisch aus dem Urlaub, waren in Südfrankreich unterwegs gewesen, echt eine herrliche Zeit gehabt nach dem Umzugsstress, den wir jetzt hier hatten und dann auch noch in das kalte Brigachtal hoch, wo wir erst mal 4 Wochen richtig frieren mussten. Da haben wir uns gedacht, jetzt erstmal schön in den warmen Süden mal eine Woche wieder auftanken. Aber jetzt wird es ja hier auch so langsam Frühling. Ist ja ganz nett soweit, gell? Genau. Und das Witzige war, als wir dort nach Südfrankreich gefahren sind, haben wir uns so ein chilliges Mobile Home einfach auf einem Campingplatz gebucht gehabt. Und wir kommen da an der Rezeption und da sitzen 3 Leute an der Rezeption. Und ich fange an und möchte mit denen so auf Englisch reden, weil ich kein Französisch kann. Und ob ihr es glaubt oder nicht, keiner von diesen 3 Personen konnte weder Englisch noch Deutsch. Ich komme an einem Campingplatz, der irgendwie, was weiß ich, online 4 Sterne und die Homepage schön, Deutsch, Englisch, alles Mögliche. Und dort am Campingplatz, die Leute, sie können kein Englisch und ich muss mich irgendwie mit Händen und Füßen und mit der E-Mail-Bestätigung muss ich mich verständigen, dass die checken, dass ich gerne einchecken würde, ne?
Und genau das Gleiche haben wir auch erlebt, als wir dann in der Stadt unterwegs waren, dass dort wenige Verkäufer tatsächlich Englisch sprechen können, sondern alle sprechen irgendwie nur Französisch. Und auch ganz viele Schilder, die da in irgendwelchen Einkaufsläden und so hängen, es ist alles Französisch. Und ich dachte so, hä, krass, das ist doch hier voll die Urlaubsregion, Tourismus, Südfrankreich, Meer. Da muss doch irgendwie so ein bisschen so ein internationaler Fokus sein. Aber ich habe gemerkt, ey, es scheint, als ob hier in Frankreich in gewisser Weise eine andere Kultur herrscht, als ich es in Deutschland bei uns gewohnt bin. Hier bei uns, da kann gefühlt jeder irgendwie Englisch. Also jeder kann sich zumindest so ein bisschen verständigen, so wenigstens Hallo oder ey, ich spreche schlecht Englisch oder wie auch immer. Aber kein Wort konnten da die Leute so. Es scheint eine andere Kultur zu herrschen. Und das fand ich echt krass. Und das soll jetzt auch überhaupt gar kein irgendwie Franzosen-Bashing sein oder sowas, sondern das ist mir einfach nur aufgefallen. Und ich dachte mir, ey, das ist so ein cooles Beispiel jetzt für diese Predigt heute, dass man das einfach mal mehr greifen kann. Ihr werdet es gleich verstehen. Genau. Oder zum Beispiel die Siesta in unseren südländischen Ländern, okay? Wenn ich als Deutscher dorthin komme, habe ich keine Ahnung von Siesta, okay? Ich will dann mittags mit meiner Frau vielleicht einkaufen gehen, denke mir, ja, jetzt ein bisschen in die Stadt bummeln oder so. Da kann es sein, dass du hinkommst und die Läden haben einfach mal 2-3 Stunden zu. Weil ich kenne das nicht als Deutscher. Ich dachte, ey, tagsüber hat man den Laden auf, abends macht man zu, Feierabend fertig. Aber wenn ich als Deutscher da hinkomme und keine Ahnung davon habe, dann stehe ich vielleicht vor einem verschlossenen Laden. Oder so ganz banale alltägliche Sachen, zum Beispiel wie man sich begrüßt. In Frankreich, Bussi links, Bussi rechts. Wenn ich keine Ahnung habe und komme da hin und will dem nur die Hand schütteln, vielleicht fühlt er sich beleidigt, weil ich die Kultur nicht kenne. Wie begrüßt man sich dort? Wie zeigt man da irgendwie eine Herzlichkeit? Ey, ich möchte dich gern kennenlernen, wie auch immer. Das sieht dort vielleicht ganz anders aus, als ich das hier als Deutscher gewohnt bin. Oder Essenskultur zum Beispiel. Wenn ich da als Deutscher Jones hinkomme, morgens schön mein Baguette in der Mitte aufschneide, dann schön Butter drauf schmier, keine Ahnung, was irgendeine Nutella, Erdnusscreme, whatever, mir das als Doppeldecker zusammenklatscht und das sieht ein Franzose, der 5 Meter weiter steht. Das kann sein, der kippt um, weil der so schockiert ist, wie man so ein Croissant essen kann, okay? Und vielleicht beleidige ich damit sogar einen Franzosen, wenn ich ihre Essenskultur so behandle und ein Croissant so esse. Aber wenn ich keine Ahnung habe von der Kultur, ja, wenn mir das niemand erklärt hat oder ich mich nicht damit auseinandergesetzt habe, dann kann ich das halt einfach nicht wissen, gell? Und jetzt stellen wir uns mal vor, dass wir gemeinsam als ICF Villingen, wir alle zusammen, wir sagen jetzt, kommt, wir wandern aus nach Südfrankreich. Wir packen jetzt unsere Koffer, wir reisen dahin und setzen uns dort nieder und sind dann dort das ICF Villingen und leben jetzt in Südfrankreich, okay? Stellt euch mal vor, geht mal in das Gedankenexperiment mit rein und behaltet mal die Sachen im Hinterkopf, die ich gerade so als Beispiele genannt hatte. Und genau, jetzt haben wir da 2 Möglichkeiten, wie wir mit dieser Auswanderungsthematik umgehen können, okay? Erste Möglichkeit, wir ziehen gemeinsam dorthin und bauen in Südfrankreich eine deutsche Subkultur. Das bedeutet, wir gehen dahin, sagen, ey, wir bauen jetzt hier einfach eine deutsche Kolonie in Südfrankreich, weil wir alle sind Deutsche, wir kennen unsere Kultur, wie wir miteinander umgehen, wie wir uns begrüßen, was wir gerne essen und so weiter und so fort und gehen jetzt einfach dort nach Südfrankreich, tun 2 oder 3 Leute bestimmen, die dann schön Französisch lernen, die dann lernen, was ist dort die Essenskultur, wie begrüßt man die Menschen, wie führt man hier Geschäfte, was muss man hier machen, wenn man aufs Amt geht, was ist dort wichtig zu beachten. Und dann werden diese 2, 3 Personen von uns immer wieder ausgesandt, von unserem deutschen Ghetto, was wir dann dort gebildet haben, werden dann ausgesandt. So regelt mal unsere ganzen Geschäfte, dann kommen die zurück, haben am Markt gute Geschäfte gemacht, weil uns Deutschen würden die dann alle übers Ohr hauen, weil wir ja keine Ahnung von der Kultur haben und wie man mit denen verhandelt und so weiter und so fort. Und genau, die 2, 3 Leute, die werden dann wirklich dort connected in der Kultur und wir anderen würden einfach für uns leben und unser deutsches Ghetto haben. So habe ich mir das mal vorgestellt als eine Möglichkeit. Oder die 2. Möglichkeit ist, dass wir alle gemeinsam die Sprache lernen, uns mit der Kultur beschäftigen. Okay, ey, was ist da angebracht? Was ist dort höflich? Wie muss man hier mit Menschen reden, verhandeln und so weiter und so fort? Und werden schlussendlich alle in gewisser Weise südfranzösische Bürger
und haben dort kein deutsches Ghetto gegründet, sondern wir sind da zwar gemeinsam hin, aber haben uns dort, sind dort Bürger geworden und haben uns da damit beschäftigt. So, vielleicht kommt dir das jetzt auch bekannt vor, aus unserem Umfeld, wo wir hier vielleicht manchmal drin sind, weil ich habe mir gedacht, ey, lass uns das doch mal so ein bisschen auf den Glauben übertragen. Und zwar ist vielleicht so, dass wir uns für Jesus entschieden haben. Vielleicht bist du wiedergeboren, vielleicht bist du noch im Prozess der Wiedergeburt. Da möchte ich nochmal hier auf die Predigtserie zu dem Thema, was wir letztes Jahr behandelt haben, dass es einfach auch im Wiedergeburtsprozess verschiedene Schritte gibt. Und vielleicht bist du da noch in dem Prozess drin. Das bedeutet, vielleicht sind wir schon umgezogen dorthin, okay? Sind schon nach Südfrankreich rübergezogen. Und jetzt ist es aber so, dass wir in dem Moment nach Kolosser 1,13 hineinversetzt wurden in das Reich, wo der Sohn regiert, wie wir es gerade gelesen haben. Und sind jetzt Himmelsbürger in diesem Moment. Und gleichzeitig kann es aber sein, dass wir uns dann nicht damit beschäftigt haben, okay, was bedeutet es jetzt, Bürger von diesem Königreich zu sein? Und vielleicht lebst du jetzt immer noch hier in Deutschland, in deinem deutschen Leben, ganz normal nach den Maßstäben und wie man halt hier so in Deutschland, in Villingen, einfach lebt. Und ich möchte es einfach mal vergleichen, wie mit einer deutschen Subkultur, die wir im Königreich als Christen angefangen haben zu bauen und zu leben. Okay? Wir haben uns nicht damit auseinandergesetzt, ey, wie spricht man hier? Ich muss vielleicht meine Sprache ändern, jetzt mal im übertragenen Sinne. Ja, was herrscht hier für eine Kultur? Was sind hier Werte? Was sind hier alle möglichen Sachen? Ich meine, da gibt es so viel und wir hatten auch letztes Jahr eine komplette Predigtserie über das Königreich, die hieß Kingdom Come. Und da haben wir ganz, ganz, ganz viele Aspekte von diesem Königreich drüber gesprochen und beleuchtet. Und ich möchte euch echt ganz, ganz herzlich dazu einladen. Wenn ihr noch nicht euch damit beschäftigt habt oder letztes Jahr die Predigtserie nicht so wirklich mitgekriegt habt, ey, dann geht da mal auf YouTube. Da gibt es echt einige Predigten drüber, wo einfach das Königreich erklärt wird und runtergebrochen wird. Weil ich glaube, wenn wir dort hineinversetzt wurden und jetzt Bürger dieses Königreichs sind, dann lasst uns kein Ghetto bauen, Leute. Sondern lasst uns wirklich anfangen, uns beschäftigen, ins Wort Gottes reingehen, schauen, ey, was macht dieses Königreich aus? Und lasst es anfangen, in unserem Leben lebendig zu werden. Und dabei, ganz wichtig, geht es nicht darum, dass ich jetzt an meinem Verhalten rumbastel, okay? Nicht falsch hören, nicht hören, okay, ich darf jetzt halt nicht mehr fluchen, darf jetzt nicht mehr Scheiße sagen, keine Ahnung was, und dann bin ich Bürger vom Königreich. Sondern nee, es fängt damit an, dass wir erstmal verstehen, hey, wer bin ich? Wer bin ich in diesem Königreich? Wer ist dieser Gott, dieser König in diesem Reich? Und aus dem heraus, wenn ich das anfange zu erkennen, wenn ich das anfange, immer mehr zu verstoffwechseln und mich damit tiefer beschäftige, dann wird es ganz automatisch nach außen in unserem Verhalten, würden sich Dinge ändern, weil wir verstehen, ey, ich bin jetzt Bürger von einem anderen Reich, hier sind Dinge ganz anders, wie ich es bisher gemacht habe. Wenn ich bisher nach Lob und Anerkennung rumgerannt bin und das in meinem Job und sonst wo überall gesucht habe, ey, es wird automatisch dazu kommen, weil ich verstehe, wer ich bin, dass ich einfach geliebt bin, dass ich ein geliebtes Kind bin, dass ich nichts mehr hinzufügen kann, als dass mich der Vater, der König dieses Königreichs mehr lieben kann. Wenn ich das erstmal verstehe, dann werden andere Dinge ganz automatisch wegfallen. Und Leute, das ist ein Prozess. Das passiert nicht von heute auf morgen, sondern das geht über Wochen, Monate, Jahre. Und wie Chiara schon gesagt hat, ey, seitdem wir uns vielleicht so seit 2,5, 3 Jahren mit dem Thema beschäftigt haben, uns das erste Mal so darüber gehört haben und gecheckt haben, ey, es ist was komplett anderes. Wir müssen komplett umdenken. Wir sind nicht mehr die Raupe, die am Boden kriecht. Wir sind dieser Schmetterling, der jetzt fliegen kann, weil wir eine komplett neue Kreatur sind, ein komplett neuer Mensch. Und ich bin trotzdem noch als Schmetterling so lang einfach auf dem Boden rumgekrochen und habe mich nur auf die Blätter gehockt und bin nicht geflogen. Und in dem Moment, wo ich das einfach erkennen durfte und mehr damit auseinandersetzen konnte, da ist eine Transformation passiert. Und Leute, wir sind da ein Leben lang in diesem Prozess, immer weiter dort hineinzuwachsen. Und ich würde es mir so sehr für dich wünschen, dass heute vielleicht der Tag ist, wo du den ersten Schritt dort hineinwachst, wo du den ersten Schritt in dieses Königreich reinsetzt und sagst, okay, jetzt will ich mich mal hiermit auseinandersetzen. Ich will rauskommen aus meinem deutschen, frommen Christseins-Ghetto, was ich bisher im Königreich gebaut habe und möchte echt dort hineinwachsen, was es bedeutet, hier als Königssohn zu leben. Genau, wie gesagt, ey, da gibt es einen Haufen Aspekte jetzt, was man da
noch zum Königreich allgemein sagen könnte. Und die Chiara, die hatte da einen Aspekt noch einfach auf dem Herzen für die Message heute. Und da wird sie uns jetzt nochmal mit reinnehmen, einen Aspekt einfach rausgepickt. Ja, weil die große Frage ist ja, okay, wie sieht das Fliegen jetzt aus? Und vielleicht ist es leicht so, heute am Sonntag so, großer Gott, wir loben dich. Vielleicht denkst du so, dass es Fliegen aussieht. Aber ganz ehrlich, ich war selber so lang in diesem, ich komme sonntags her und habe christliche Freunde und alles ist gut. Aber dann komme ich nach Hause und ich spüre diese innerliche Leere, diese Schwere, dieses, was soll ich jetzt machen? Ich bin überfordert und ich bin so vom Typ und ich will einfach noch zum Ende einfach ein Zeugnis auch erzählen. Ich bin vom Typ her. Ich habe es immer ganz gut im Griff. Also so Kontrolle und ne, alles schön zu planen, Organisation. Und ich kann ich ganz gut. Und das Ding ist, dass wenn gerade in Deutschland wird es ja so hochgehalten, vielleicht in Afrika vielleicht gar nicht, aber gerade in Deutschland, da bist du jemand, wenn du halt gut wenn du gut lernen kannst, wenn du einen guten Abschluss hast, wenn du gut studieren kannst. Wisst ihr, wenn ihr pünktlich seid, dann ist man irgendwie anerkannt oder so. Also das hier in der Welt zählt es doch. Und ich war halt so, ja super, dann passt ja alles, gell? Ich habe es ja gut in der Hand und es passt. Und dann kam aber immer wieder diese Momente, dieses, ich kann alle Teller schön jonglieren. Und dann kam noch dieses eine Teller. Ich weiß es, unvorhersehbare Dinge. Und wir wissen vielleicht alle, unvorhersehbare Dinge, die passieren. Eine Verletzung, ein Tod. Ich weiß nicht, was es in deinem Leben war, aber es passieren unvorhersehbare Dinge. Und dieses eine Teller, das dann noch zusätzlich kam, hat dazu geführt, dass ich alles wie, ich war überfordert, ich musste alles auf einmal fallen lassen. Ich war so, scheiße, jetzt habe ich gerade gar nichts mehr in der Hand. Ich habe gar nichts mehr. Und dann war noch so die Aussage, ja Gott, jetzt komme ich noch zu dir und so und jetzt schau mal meinen Scherbenhaufen. Und in Gottes Güte sagt er, ja, Chiara, und ich nehme diesen Scherbenhaufen und mache ihn wieder zusammen und so weiter. Aber dieses, du darfst anders denken. Es sind nicht mehr deine Teller, Chiara, die du da jonglierst, sondern was sag ich gerade zu dir jetzt in dieser Woche? Welche Teller sollst du ne, aufladen? Und dieses, was für mich so ein wirklich so eine Veränderung war von, bin ich es gerade, die Chiara, die es gerade macht, oder mache ich es aus Gottes Kraft? Und wie gesagt, ich konnte das super bis zu einem gewissen Punkt aus meiner eigenen Kraft machen. Hat wirklich bis zu einem gewissen Punkt super geklappt. Aber dann erstmal für mich an den Punkt hinzukommen, wo ich sage, Gott, ich kann eigentlich gar nichts. Ohne dich bin ich nichts. Und da gibt es ein Lied und dieses Lied, das mich trifft es immer noch, weil es auch in der Strophe heißt, so ich bin nichts ohne dich. Und das, als ich das mal, wie Gott mir offenbart hat, dass ich eigentlich denke, ich bin jemand, weil ich das alles kann. Und da war zu dem Punkt zu kommen, erstmal zu kapieren, eigentlich bin ich nichts ohne dich, Jesus. Eigentlich bin ich gar nichts, wenn ich nicht in dir bin. Und es war so ein schöner Wiederherstellungsprozess. Und ich bin immer noch im Prozess, wo ich manchmal aus meiner eigenen Kraft laufe. Und dann komme ich an diesen Punkt hin, wo dann auf einmal, und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber dieses Gefühl von, es ist gerade alles blöd. Es ist gerade richtig blöd. Und man findet mich heulend auf dem Bett und man ist so, nee, und ich bleibe jetzt da und ich habe doch gerade jetzt recht und es ist wirklich blöd gelaufen und so. Und du hast wahrscheinlich deine eigene Strategie, was du dann in dem Moment machst. Vielleicht greifst du irgendwie, keine Ahnung, zum Fernseher. Oder Thomas ist vielleicht eher so jemand, der macht dann ganz viel. Der trifft sich mit allen möglichen Leuten, weil er diesen Schmerz irgendwie nicht ertragen kann. Und du hast bestimmt deine eigene Strategie, musst du mal im Alltag irgendwie vielleicht aufpassen, so was deine Strategie ist, wie du so blöde Situationen löst. Und ich würde noch gerne einen Vers vorlesen in Jeremia 17, was mich da sehr, sehr beschäftigt hat. Nämlich, so spricht der Herr, verflucht sei der, wer sich von mir abwendet und sich nur auf Menschen oder seine eigene Chiaras Kraft verlässt. Der ist wie ein kümmerlicher Wacholderstrauch in der Wüste, der versucht, auf salzigen und unfruchtbaren Boden zu wachsen. Er wird nicht viel Glück haben. Aber Segen soll über den kommen, der seine ganze Hoffnung auf den Herrn setzt und ihm vollkommen vertraut. Dieser Mann ist wie ein Baum, der am Ufer gepflanzt ist. Seine Wurzeln sind tief im Bachbeet verankert, selbst in glühender Hitze. Und monatelanger Trockenheit bleiben seine Blätter grün.
Jahr für Jahr trägt er reichlich Frucht. Und es sind so diese Momente im Alltag, wo ich mich immer frage, Chiara, habe ich gerade Leben? Bin ich gerade verbunden mit Gott? Und in einer anderen Übersetzung heißt es da noch, dessen Herz sich abwendet vom Herrn. Und ich hatte immer so Momente, wo das ganz besonders so war beim Lernen. Also ich habe studiert und alle Studenten, die können mir bestimmt sagen, man muss einfach viel lernen im Studium. Und dann gibt's, wie habe ich es gemacht? Ich habe es richtig typisch deutsch gemacht. Ich habe mir halt einen super Lernplan gemacht und bin halt morgens um 6 aufgestanden, dass ich um 7 am Schreibtisch hocken kann. Und habe den ganzen Tag durchgelernt. Und dann gab es so oft Momente, wo ich da saß und wie ich vorher beschrieben habe, dieses, ich habe gerade keinen Bock. Es fühlt sich nicht nach Leben an. So, ich muss es jetzt halt durchdrücken, weil mein Ideal und mein Prinzip und wie man es halt macht, so hoch ist und jetzt muss ich das halt weitermachen. Jetzt mache ich es halt einfach. Ich weiß nicht, ob du die kennst, diese Momente, ich nenne es halt so dieses Durchdrücken oder Gäste kommen und ich will eigentlich noch aufräumen und dies und jenes machen und ich meine dann so, ich muss es jetzt noch durchdrücken, auch wenn ich weiß, es wäre eigentlich gerade was ganz anderes da. Und hey, geht's jemand auch so? Okay. Gut, also es wäre nicht schlimm, also genau, aber und dazu zu checken, dieses, ich darf da austreten, ich muss jetzt gerade in diesem Moment beim Lernen, ich muss es jetzt nicht 3 Stunden weiterhin durchziehen, sondern da gibt es einen Gott, da gibt es eine Heimat, da gibt es ein Reich, wo so viele andere Ressourcen da sind, als hier auf dieser Welt. Und ein Aspekt, wo mir so viel geholfen hat, war dieses Leben. Da ist Leben, da ist kein Durchdrücken und Tod und dieser Wacholderstrauch, der irgendwie dasteht und irgendwie noch seine Wurzeln so gerade so noch ausstrecken muss, sondern da ist Leben, da blüht was, da es fühlt sich gut an und nicht, dass wir auf Gefühle gehen, aber dieses Prinzip vom Reich Gottes ist zum Beispiel erst Versorgung und dann arbeite ich oder erst in der Versorgung mache ich die Dinge. Und in unserer Welt ist es so, arbeite, dann kriegst du dein Gehalt. Arbeite, ja, dann können wir uns kennenlernen oder wie auch immer. Komm oft, ja, dann können wir mal reden. So anders. Und genau, und das möchte ich euch mitgeben, dieses, unsere Heimat hat andere Ressourcen und diese Ressourcen sind nicht nur für Sonntagmorgen. Die sind da in deiner Kindererziehung, in da, wo du morgens aufstehst und du fühlst dich richtig scheiße. Die sind dafür da. Unser Gott ist ein Gott des Alltags und nicht nur des paar Stunden hier versammeln. Und was mir so, also ich habe noch, Heimat habe ich mal im Duden gegoogelt und es fand ich so cool, was da drin stand, weil es ist ein Ort, in dem man geboren bzw. hineingeboren wird oder wie versetzt oder sich durch ständigen Aufhaltens zu Hause fühlt. Und dieses durch ständigen Aufhalten fühlt man sich zu Hause. Und so wird ja eine Heimat eine Heimat, wenn man seine Leute, die dort sind, man kennt sich, man ist die ganze Zeit dort, man weiß, wo die Gläser stehen, man weiß, wo, keine Ahnung, das Nutella steht, dann wird es zu einem Zuhause. Und es ist überhaupt noch nicht schlimm, wenn du sagst, ja, ich kann dazu stimmen, Kolosser 1,13 stimmt, ich bin hineinversetzt, aber es fühlt sich noch nicht wie eine Heimat an. Und ich möchte dich einfach so ermutigen, dieses Heimatsgefühl, es kommt durch, ich bin da. Und du wirst, es ist eigentlich immer die Essenz, oder von jeder Predigt so. Bist du verbunden mit Gott und ne, lebst du im Wort Gottes? Ja, weil es ist, das ist alles. Mehr braucht man eigentlich nicht. So verbunden mit Jesus und in seinem Wort, weil Jesus ist das Wort. Und wenn wir das Wort lesen, das Wort schließt uns wie das Reich Gottes auf. Wenn wir da leben, ja, wie ist denn der König? Wie ist er? Wir lesen es im Wort, dann komme ich automatisch ins Reich und weiß die Prinzipien oder weiß, wie es da läuft. Also es ist irgendwie so, finde ich immer das Gleiche. Und ich mache das oft im Verborgenen. Also ich lese einfach die Bibel, gern auch alleine und nimm mir einfach Zeit und komm runter. Und dann zum Beispiel demletzt und dann lese ich das Wort und dann, wenn ich irgendwo an einer bestimmten Stelle hängen bleibe, dann bete ich das wie aus und sage, boah Gott, ich als Chiara, ich kann es nicht machen, mach's bitte du in mir. Und erst demletzt in Epheser, ich bringe einfach mal ein Beispiel, erst in Epheser 1, da steht, denn in Christus hat er uns schon vor Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Und dann war ich so,
krass, Gott, das ist mein Ziel für heute. Vers 4, also Epheser 1, Vers 4. Da war ich so, krass, das hat mir so Druck rausgenommen in dem Moment, weil ich so war, krass, was ist heute mein Job? So erfüllt von seiner Liebe zu sein und in seiner Gegenwart. Da war ich so, okay, Gott, gut, das will ich machen. Das will ich sein. Und dann fließt da draus alles andere. Und oft ist ja so, jetzt hören wir das und dann ist so, ja, in der Situation, wie? Weil es gibt noch einen alten Menschen, das hat ja David letzte Woche schon kurz angeteasert, und der sagt eigentlich so, nee, jetzt nicht, jetzt tritt man nicht in das Neue ein, jetzt darfst du mal hier im Bett bleiben und bisschen Selbstmitleid haben und so. Und eine Übung, was mir da einfach geholfen hat, war dieses, gerade beim Lernen, dann aufzustehen und zu sagen so, ich will so nicht weitermachen. So diesen Punkt von, habe ich gerade Leben? Nein, ich habe kein Leben. Okay, und was mache ich jetzt? Weil dann ist ja so, ja, das Reich Gottes ist da, aber wie kommt es jetzt irgendwie zu mir und ne, wie funktioniert das alles? Und die Band darf gern schon mal nach vorne kommen. Und dann dieses erstmal zu realisieren, wie geht's mir gerade? Habe ich gerade Leben? Bin ich verbunden mit Gott? Bin ich gerade am Bach gepflanzt? Dann ist ja alles gut, dann können wir weiterlaufen, Gott. Und wenn aber nicht, dann habe ich angewohnt mir, und es ist so, ihr könnt das gern mal nachlesen, Kolosser 3 ab Vers 7, da schreibt nämlich Paulus so, legt das Alte ab, legt es, wie ihr es macht, legt's ab. So, ne, Christus hat euch angezogen eigentlich neu, legt das Alte ab. Und dann mache ich das ganz praktisch. Das, was mir kommt, Müdigkeit oder Stress so, weil eigentlich ist es ja Sorge, dass ich es nicht schaffe beim Lernen, streife ich wie ab und sage so, Gott, nee, das ist die alte Chiara. So habe ich damals, ohne das Reich Gottes, so habe ich damals gelebt. Und stelle mir dann wie eine Linie vor, weil das Reich Gottes ist ja zugänglich immer und überall und Leben ist immer und überall zugänglich, mache ich mir wie eine Linie und sage so, Gott, das lassen wir jetzt hinter uns so, es war anstrengend genug, so die letzte Stunde so durchzuballern, jetzt, das brauche ich jetzt nicht mehr, und trete dann wie bewusst in dieses Königreich ein und stehe dann einfach mal da und sage so, krass, und stelle mir einfach auch dieses durchs Kreuz gehen, dass ich jetzt Zugang zum Vater habe, mutig und kühn kann ich vor seinem Thron stehen. Und ich stehe dann einfach da, mache meine Augen zu, stelle mir vor, keine Ahnung, stelle mir manchmal Gott vor oder auch manchmal gar nichts. Manchmal zeigt mir dann auch Gott irgendwas. Und das kann er bei dir auch tun, weil jeder hört seine Stimme. Und dann darf ich einfach sein. Weil in der Heimat musst du nichts leisten, sondern du darfst einfach sein. Einfach sein. Und dann genieße ich Gott. Und dann ist es so oft passiert, dass wie er gezeigt hat, Chiara, du sorgst dich eigentlich gerade um das, ne, wie weit du schon bist beim Lernen oder was gerade andere über dich denken oder wie auch immer. Und so, du musst nicht mehr so denken, und hat es wie ausgetauscht. Und dann bin ich da einfach, und das reicht dann in dem Moment, das reicht absolut. Dann ist es, okay, deine Liebe ist jetzt zugänglich, Gott. Und manchmal, wenn vielleicht nichts kommt, dann nimm dir Psalm 23, so, Gott, bei dir gibt es keinen Mangel. So, ich darf trinken, du weidest mich auf grünen Auen. Gut, dann mache ich das jetzt mal, dann stehe ich jetzt mal da, dann darf ich jetzt mal ruhen und dann zeig du mir den nächsten Schritt. Und bei dir sind es vielleicht ganz andere Dinge als bei mir mit, keine Ahnung, Leistung oder mach schnell oder wie auch immer, vielleicht sind es bei dir ganz andere Dinge. Und ich will dich jetzt einfach einladen, dass wir das zusammen machen. Wenn du magst, dann darfst du einfach aufstehen und mitmachen. Weil wenn wir es jetzt einmal hier schon gemacht haben, dann klappt es am Montagmorgen besser. Und du kannst jetzt einfach wie mal in dich gehen und so, was ist gerade los? Habe ich gerade Leben? Dir die Frage stellen, habe ich Leben? Bin ich der grüne Baum gepflanzt am Wasserufer, der sich nicht auf seine eigene Kraft verlässt, sondern der sich keine Sorgen macht und sich auf den Herrn verlässt, dessen Stärke der Herr ist und nicht meine Leistung, nicht mein, keine Ahnung, mein Einkommen oder wie auch immer. Oder vielleicht bist du auch gerade müde, hattest irgendwie eine schlechte Nacht oder weiß nicht, was es ist. Neid, du merkst so, boah, der andere, der hat das eine und eigentlich will ich das unbedingt. Und dann, wenn du wie hast, dann darfst du dich einfach mal abstreifen, so sagen, boah, ich hasse es eigentlich so zu denken, so, ich will das nicht mehr. Und da braucht es Mut, also, aber ich denke mir immer so, das ist so eklig, sich so zu fühlen, ich will das nicht mehr. Und oft ist es so, es ist nicht die Handlung, sondern es ist der Glaube daran. Also es ist nicht die Handlung, die jetzt irgendwie in der Bibel steht, sondern es hilft uns einfach, wie bei Get Free, Tools zu haben,
die uns wie das wieder in Erinnerung rufen, wer sind wir. Und ich rufe dir jetzt einfach in Erinnerung, du musst es nicht mehr so, du musst nicht mehr so sein. Genau, und das einfach abzulegen und dann dir wie vor dir so eine waagrechte Linie vorzustellen, wie jetzt hier Deutschland, Frankreich, Grenzübertritt, dir wie eine Linie vorstellen. Und wenn du bereit bist, dann darfst du einfach eintreten in dieses Reich und dann einfach sein und Gott zu fragen, Gott, was denkst du gerade, was denkst du gerade über meine Situation? Vielleicht siehst du auch einen Thronsaal, wo ein Gott sitzt, nebendran sein Sohn Jesus, Miraden von Engeln, so wie es in Offenbarung 4, 5, Offenbarung 1 heißt. Dann auch gut, dann bleib einfach da drin, dann genieß es einfach, das ist dein Zuhause, das ist Realität für uns als Christen. Und der Himmel, der eines Tages hierher kommen wird, wenn Jesus wiederkommt. Oder vielleicht siehst du auch, keine Ahnung, irgendwie Dinge, die Gott dir aufzeigt, dann bleib einfach jetzt da drin. Wir werden einfach in Worship gehen und du darfst einfach sein bei Gott. Hey, so genial, dich dabei gehabt zu haben. Schön, dass du dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, wenn dich diese Session einfach auch ermutigt und dein Leben gebaut hat, lass uns doch ein Like da. Gerne auch unseren YouTube-Kanal abonnieren und dafür auch zusätzlich einfach die Glocke drücken. Damit verpasst du keinen weiteren Content, sondern wirst automatisch benachrichtigt. Wir würden es so feiern und so sehr lieben, dich persönlich begrüßen zu dürfen. Und daher, du findest hier eine Übersicht von all unseren Standorten. Schau doch mal, welcher liegt in deiner Nähe. Und dann komm einfach vorbei an einen unserer Locations. Wir würden es so feiern, dich persönlich kennenzulernen. Auf dieser Seite findest du einen QR-Code. Der führt dich automatisch zu PayPal. Wenn du uns finanziell unterstützen magst, nutz doch diesen QR-Code. Weiter unten findest du auch noch weitere Zahlungsmethoden. Und vielen Dank für das, was du gibst. Es macht so einen Unterschied. Wenn du zum ersten Mal heute hier mit dabei warst, neu hier bist und vor allem, wenn du heute eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, hey, das ist so genial. Wir würden das gerne mit dir feiern, würden auch gerne weiter mit dir Schritte gehen, deinen nächsten Schritt entdecken auf dieser Reise mit Jesus und deswegen lass uns das unbedingt wissen. Schreib uns hier weiter unten, findest du ein Kontaktformular. Schreib uns, wir würden es so lieben, von dir zu hören. Und auch da, wo Jesus etwas in deinem Leben getan hat, hierzu findest du einen Praise Report Link. Lass uns wissen, was Gott in deinem Leben tut. Denn es ist immer so genial zu hören, welchen Unterschied Gott im Leben von Einzelnen macht und in diesem Land. Und bis dahin, ich würde mich freuen, dich wiederzusehen. Schau wieder vorbei. Bis bald. Ciao, ciao.